Hallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen hier einmal wieder zurück zum PC Building Simulator 2018. So, ich habe erstmal habe ich auf Screen übersetzen lassen, also wir sollen weniger als $750 für den neuen PC ausgeben, das war das. Und dann habe ich mich genauso noch dazu entschieden, diesen PC bzw. diesen Auftrag hier einmal wieder voller Stolz zurückzugeben. Denn ich habe offscreen ein bisschen experimentiert, weil wir kommen nicht auf die Summe von 3. Also er will 1000 mehr Score für $300. Ich könnte eine R7, also ich habe eine R7 mal offscreen getestet, eingebaut. Da sind wir so bei 150, weil er relativ billig. Haben wir übelste Score-Abstufung. 1050 Ti, übel, also auch nochmal eine Score-Abstufung von 400 Punkten. Obwohl es eine Ti ist, aber okay. 70, kompletter Verlust. Eine R7, ein Verlust wiederum von 400. Und alles andere darüber, ob es nur eine neue CPU ist oder eine andere Grafikkarte, also irgendwas in die Richtung 89 etc. pp., ist preislich für $300 nicht drin. Also, so leid es mir tut, es ist preislich nicht drin. Und ich bin weiterhin der Meinung, also, ich meine, klar, dass das mehr Bums ist und alles, ne, da gehe ich ja mit euch mit, ist klar. Es hieß ja auch, Quit, thanks. Es geht ja auch um dieses, ich sollte mir das einmal hier kaufen, wo haben wir es? Dieses Part-Ranking hier. Damit sehe ich nämlich die relative Performance zwischen 600, nur? Wisst ihr was, das kaufen wir uns jetzt. Nein, raus. Beinahe. So, jetzt haben wir das mal installiert. Und mal gucken, ob wir da jetzt dann irgendwie vielleicht mal ein bisschen mehr sehen. Weil er hat gesagt, das Kurven, dann siehst du das. Okay, jetzt haben wir erstmal hier bitte neue Aufträge. Und zwar Upgrade Grafikkarte und Run 3D Mark in 9 Tagen. Das können wir akzepten. Dann hier einen neuen PC machen für unter $750. Wir kriegen 950, okay. Mit 16 GB RAM und alles, das akzeptieren wir. Das build a bit from the schedule. You need it to buy all the parts of the case from the shop. Yes. I go red bread. For building shop with a yellow label. Okay. Ah ja, okay, verstehe, okay. Ja. Dann haben wir. Ja, irgendwas Lustiges und dann Help Need, Replace PSU und in 3 Tagen. Gut, das ist kein Problem. Dadurch, dass wir bei den anderen jetzt keinen Zeitdruck haben, können wir hier den Tag ganz safe beenden. Und hier muss ich erstmal kurz gucken, was die haben wollen. Das ist ein nicer Tower, boy. Das ist ein nicer Tower. Oh boy. Nice, nice. Also eine scheiß Vierkantverschraubung hier. Das ist nicht so pralle. Und das alles wird 10 Millionen mal hier verschraubt, ne? So, weg und weg. Und weg. So, mal kurz gucken hier. 600er. Power King 600er. Okay. Habe ich natürlich nicht auf Vorrat, ist ganz klar. Gut, ist bestellt. Aber dass wir hier nicht doppelt und dreifach Versandkosten haben. Gucken wir erstmal noch hier kurz rein. Ist auch wieder so ein netter Tower. Und dann sollen wir die Grafikkarte updaten. Bei dem auch drüber laufen lassen, wer hätte es gedacht. Was haben wir denn drinne? Eine 69. Ja, da habe ich doch eigentlich das Ideale für dich, weil ich habe ja aus den letzten Dings gelernt. Da ist die 1050 Ti. Meines Erachtens nach stärker. Bei 69, 1050 müsste sich eigentlich meines Erachtens nach rausgehen. Obwohl, wir könnten selbst
Ne, eine 69, ne? Achso, das war ja auch eine 57, die. Die haben wir jetzt ausgebaut, ne? Eine 1060, oder müsste das doch eigentlich passen, oder? Nee, da steht doch gar nicht so drauf, ne? Also, ich schraub's mal fest. Nee, da steht doch nicht so drauf. Ja gut, kann ich verstehen. Weil ich glaube, die nimmt sich nämlich gar nicht so viel. Okay. Mal kurz gucken, bis wann er das haben will. $300 bezahlt er mir, okay. $300. Ja, alleine 69. Ja, 69 zu 89 wäre eigentlich so. Selbst eine 79 würde es schon tun, aber eine 98, na gut, für 300. Die 9 ist bei 180. Ich glaube, es gibt doch selbst aus der 960er Reihe, sehe ich doch hier, gibt es doch extrem viele. Selbst für 170. Ganz ehrlich, da packen wir die hier mit ein. Es ist zwar auch eine 69, aber halt eine verbesserte Variante. Da haben wir richtig gut Plus gemacht, würde ich sagen. Und ja, dann bestellen wir den ganzen Spaß auf morgen. Dann sollte das eigentlich ohne Probleme laufen. So. Bauen wir da eine verbesserte ein. Okay, fand er wohl dann doch nicht so. Also wenn er aber, ganz ehrlich, wenn er noch was Stärkeres haben will. Also wollte er dann doch schon ein bisschen was Stärkeres haben. Ne? Das ist natürlich... ist natürlich unpraktisch. Ganz ehrlich, aber für 300... Ja, also jetzt komme ich ja sowieso noch aufs Minus raus, das ist ja das Problem. Also über 2 GB VRAM sollten wir schon kommen. GT 1030 hört sich aber auch irgendwie komplett verkehrt an. Die 1050 Ti, solche kleinen Dinger. Was er aber auch nicht haben will, er gibt sich auch mit einer 1050 nicht zufrieden. Muss man ja auch mal dazu sagen. Hat er irgendwas diesbezüglich dazu geschrieben? Grafikkarte ist Problem. Ich verstehe halt nicht, warum er. Das riecht mich eigentlich schon gerade wieder auf, dass der nicht, die nicht akzeptiert. Bei diesem Vergleich. Ja, gut, dass die hat 4 GB, also die hat 2 GB mehr V-Raum, aber dass er die halt nicht akzeptiert, das finde ich schon wieder doof. Ja, das finde ich schon wieder doof. Muss ich ehrlich gestehen. Weil mit einer 79, klar, da machen wir aber kaum Gewinn. Wenn ich mir gucke, hier eine 69, die wir hatten. Was hatte der für eine 69? Ich hab's schon wieder vergessen. Gaming 100 ME, so. Die hier. 1300, also 2 GB. 1300, 1700. So, 1300, 1700 zu 1100, 1200, 1200 zu 1700, 1100 zu 1700, 1200,
Ja, also ich bin mir so relativ unsicher, was er da von mir halt genau möchte. Meine, man könnte jetzt einfach eine Stufe oben drüber nehmen. Die Gaming LE 100 ME für $275. Ja, damit haben wir auch schon wieder automatisch Minus gemacht. Ich meine, oder wir haben in die Zukunft investiert, sagen wir es einfach mal so. Ich mache das jetzt mal, wenn das jetzt allerdings auch nichts hilft, haben wir Minus gemacht. So leid es mir tut. Eigentlich das, was ich immer verhindern wollte. Ich meine, gut, was ist, haben wir Minus gemacht. Die haben eh nur auf Vorrat. Dann sollten wir aber auch... Ah ja, okay, die hat er akzeptiert. Ja, okay, gut. Ja, hätte man das gleich gewusst, da wäre unser Ding spannend. Gut, wir haben sie jetzt, ich sag mal so, wir haben sie jetzt auf Vorrat gekauft. Ne? So wirklich Minus haben wir jetzt nicht gemacht. Sagen wir einfach, wir haben sie auf Vorrat gekauft und gut ist. Aber dann müssen wir natürlich auch hoffen. Da müssen wir jetzt natürlich auch hoffen, dass wir dann diese anderen 69 irgendwie miteinander verbauen können. Ich meine, solche Aufträge kommen ja. Vielleicht können wir das sogar, wenn wir unter $750 bleiben sollten, mit dem neuen PC, können wir sogar die verbauen. Da sind wir sogar eigentlich noch ganz gut dran, muss man dazu gestehen. Weil er sagt ja hier, unter $750, 16 GB RAM, 500 GB Arbeitsspeicher. Ne, das ist ja unten ein Case, das brauchen wir ja auch noch. Also wir brauchen ja Cases. Ich wollte das hier im Shop angucken. Also, genau, wir brauchen Cases. Ohne diese Abstammung. Wenn da der billigste Case nimmt, so ein cooler Masterbox White. Ist ein Motherboard, ein Mini-ETX, Micro-ATX, ist also das passt alles rein, okay. Wenn wir das billigste nehmen, $8-Ding. Who cares? PSU-Länge, Max-CPU-Länge, Max-GPU-CPU, ja. Ich glaube, das sollten wir, also für $750, das ist ja dieses Hyper-Beast, okay. $200. Ich glaube, da kommen wir durchaus hin, würde ich sagen. Müssen wir zwar erstmal investieren, aber da kommen wir hin. 16 GB Arbeitsspeicher, da kann ich eigentlich auch schon dagegen steuern. Weil ich habe noch 8 GB, also brauche ich dann auch noch nochmal 8 GB. 500 GB HDD. 1 TB HDD. Kriegt er gratis, würde ich sagen. Ja, das ist weniger das Problem. Jetzt lassen wir das hier noch so durchrattern. 3200. Mitten am AMD Ryzen Quad Core und eine 79. Okay. Machen wir mal ein Bildschirmfoto davon. Für schlechte Tage. So, euer Incomplete Cases, das ist soweit korrekt. So, angeblich immer noch incomplete. Ah ja. Na. Alles klärchen. Okay, gut, das hat gepasst. Dann werden wir hier noch die 600er wieder mit reinbauen. Dann die fehlenden PC-Parts hier wieder reinschrauben. So. Die Platte hier hinten drauf. Wunderbar, läuft, kann dementsprechend beides abgegeben werden. Da haben wir eine 1060 neu am Schlüssel sowie neue Parts.
Sehr gut. So, sorry, Bruce E-Mail, discovery my power cable as before, the computer has been working accepted, thanks, jo, no problema. Dann upgrade the graphic card, upgrade to 8 GB RAM, completed in 11 days, and then you can my fix diagnose und fixieren. Okay. Gut, jetzt würde ich aber erstmal sagen, wir stellen jetzt den einen PC zusammen. Wir haben 8 GB. 2400 irgendwas am Schlüssel. Ich glaube, das ist der hier für $90. Dann brauchen wir ein Cooler Masterbox. Dann brauchen wir neben der Box ein Motherboard. Das billigste, würde ich beinahe sagen. Sollte, naja, glaube ich, naja, wenn wir eigentlich billig sein wollen, also billig in Anführungsstrichen, brauchen wir eigentlich, gehen wir da auf Ryzen, gehen wir da auf AMD? Gehen wir eigentlich auf AMD, oder? $190, $110, AMD Ryzen 3. Obwohl Intel eigentlich auch schon sehr verlockend ist, muss ich gestehen. Eigentlich jetzt nicht diese i7-Dinger, das ist ganz klar, aber so i5er, aber ich habe da sogar noch einen i5er einstecken, oder? Ja, ich habe sogar noch einen i5 einstecken und auch noch ein i-Ding, das schießt mich durch. Das ist sehr praktisch. Okay, da brauchen wir CPUs gar nicht, aber wir brauchen ein Motherboard, obwohl was auf Intel spezialisiert ist. Aber das ist meines Erachtens nach Skylake hier. Mit DDR4. Ja, für $100 ist das billigste. Wenn ich das gerade richtig sehe. So, zack. Haben wir ein Motherboard, dann eine PSU habe ich selber am Schlüssel. Also Powerdings, Grafikkarte habe ich am Schlüssel. Arbeitsspeicher haben wir auch schon mit am Schlüssel. Festplatte habe ich am Schlüssel. Ja, einen Kühler brauchen wir noch. So, Standardföhn hier. Obwohl für ein i5. Ist das so ein Standardföhn? Bin mir gerade gar nicht so sicher, muss ich ehrlich gestehen. Ich nehme einfach mal. Ich nehme einfach mal den sicherheitshalber. Dann haben wir eigentlich alles $300. So ungefähr. Oh. Kaufen wir das mal. So, End of Day, Things. Stellen wir das Ganze mal hier hin. Nehmen das Ding hier und klatschen das hier dran. So, Motherboards. So, jetzt schon $180. Ich meine, wir können $750 nehmen. Alles noch im coolen Bereich. So. Also unser erster PC, den wir hier dementsprechend so selber bauen. Was sehr, sehr nett ist. Muss man ja auch mal gestehen. So, dann verkabeln wir schon mal hier den ganzen Spaß. So. Der soll einfach mal. Kann er einfach mal den Schieber da rein machen? Das wäre sehr angenehm. So, sehr schön. Nee, Power Supply. Da packen wir ja die 500 damit. Achso, erstmal hier wieder abbauen, das ist ganz klar. Soweit auch noch alles vertragbar. Gut, schließen wir den ganzen Spaß hier an. Das hier und hier. Packen wir das hier dran. Hier passt jetzt noch der i5 drauf, okay. Ja, das ist halt ein bisschen teuer. Für jetzt Batman.
Dazu kommt der Kühler hier oben mit drauf. Nö, der sollte da schon mit drauf, keine Ursache. So, und dann tun wir jetzt noch als Grafikkarte. Oh, ist halt echt die Frage, ne? Reicht dann eine 57 Ti? Reicht ja eigentlich vollkommen, oder? Haben wir weniger, ich denke mal, haben wir auf jeden Fall weniger Kostenprobleme. Ja, 100. Naja, passt schon. Die muss nämlich nicht separat mit angeschlossen werden. Und jetzt noch 16 GB Arbeitsspeicher. Das macht schon eher so die Probleme, ob wir da nicht auf über 100 kommen. Ich glaube nämlich beinahe schon. Weil es ist jetzt nicht der billigste. Jo. Wir müssen, also erstmal das davon abgesehen, dass der hier ab muss, weil hier wieder eine Paste fehlt. Ich weiß nicht, ob wir am Arbeitsspeicher noch sparen können, eigentlich schon, ne? 16 GB. Knappe Geschichte. Hm. 8080 kommen auf 160 oder 444. Also 4 mal 4 sind. Ne. Das ist auch zu teuer. Obwohl doch 4x4 kommen auf 160. 40, 80, 80. Ja, kommt das gleiche raus. Sind wir bei 160 bei 16 GB. Können wir ja mal RAM sparen? Das muss ich mir echt überlegen. Da kommen wir aufs Gleiche raus, dass wir mal 4er haben. Bäh. Bin mir grafikkartentechnisch noch übelst schwer. Ja, klar, geht halt. Ich habe jetzt hier eine, was habe ich da jetzt eingebaut? Eine 9750 Ti. Die liegt bei 90 Dollar. Hat er jetzt mit 100 Dollar berechnet. Okay. Aber unter 90 Dollar werden wir da definitiv auch nicht kommen. Ja doch, man könnte noch eine GT 1030 reinbauen für 75 Dollar. Aber ganz ehrlich, die paar Fänge Unterschied. Jetzt haben wir hier drinnen i5. Der i5 macht halt das 6. Obwohl es jetzt 240. Man könnte halt noch, wir brauchen auf jeden Fall eine i-Reihe. Da würde ich dann eher ein i3 vorschlagen. Für 120 Dollar, der ist auf jeden Fall billiger als wie der i5 6000, den ich jetzt halt drin hatte, ne? Ja, meine ich sogar. Ich glaube, da müssen wir uns den i3 bestellen, den billigsten. Für 120. Ja, kommt dann morgen natürlich erst dann. Ja, ich glaube, man muss es immer positiv sehen. Wir haben Dinger auf Vorrat. Dass jetzt so unbedingt so geil ist, ist halt jetzt so die andere Geschichte, aber. Was willst du machen? Der Kühler oben drauf. Aber jetzt kann man definitiv unter die. Jo, 30 Dollar geschlagen. Das muss man halt auch erstmal nachmachen. Man will den Kunden ja auch was bieten, aber in dem Fall sagt der Kunde sich eher so, weil ich krieg ja viel mehr. Und der Kunde sagt so, nee, nicht mehr wie 750. Wo klemmt's? No US found. No US found? Betriebssystem?
Ja, klar, das Betriebssystem fehlt, ja, aber wie richtig ist das Betriebssystem ein? Mit einem Stick? Oh, tatsächlich über einen Bootstick, okay. Interessant. Was will der wieder noch 3D-Mark drüber laufen lassen haben? Nee, okay. Jo, wunderbar. Okay, unser erster PC, den wir zusammengebaut haben. Alter, sind wir in der Überlänge. Es tut mir leid. Na gut, euch freut's eh. Meine Freunde, wir sind fertig schon empathisch. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, alle Renner. Peace and out.